Hallöche Leute, willkommen wieder zurück zu Let's Party Just Cause 3 und ja, wir sind jetzt hier wieder direkt in der Region Insula Striate bei Libeccio hier oben drin, ne, genau hier bei dem Montana-Flug und da holen wir uns gleich das Boot und kurven das hier rüber dahin zu dem See, dass wir es da absetzen können und ja, deswegen schauen wir jetzt mal, ob es denn diesmal klappt. Beim letzten Mal war es ja hier fail hinter dem Berg, ne, dass es da nicht gereicht hat, aber naja. So, hier ist das gute Ding. Mal wieder. So, genau. Und jetzt hier erstmal wieder Rebellenabwurf. Und Fahrzeuge, Helikopter, Ogachrom D. Genau, der passt. Den hier anfordern. Höp. Höp. Gott. Schon mal abwarten. Und dann jetzt dann hoffen, dass es dann hinhaut. Genau. So. Die stört es gar nicht, dass wir mal hier ein Heli landet. Na komm, geh hoch. So. Genau hier übers Boot. Es wird runter wieder. So, das dürfte passen. Höp. So. Naja. Mehr oder weniger. Hier hin. Dahin. So. Das dritte hier jetzt auch gleich. Moment, das machen wir jetzt mal da. Und hier. So. Okay, ich stehe jetzt echt doof. Naja, hilft ja nichts. Dann machen wir es halt so. Und hier hin. Mal schauen, ob das hinhaut. Oh je. Ja, ich stehe jetzt echt doof hier. Naja. Muss ich halt mal ein bisschen rumtüfteln in der Hoffnung, dass es hinhaut. So. So. Gott. Hoffen wir mal das Beste. Okay, da ist schon mal wieder eins weggerissen. Aber es hängt dran. So. Also ich meine ja schon alleine möglich hier. Das Ganze hier. Mit vier Dingern zu machen. Okay, das scheint auch zu funktionieren. Oh oh. Oh oh, oh oh, oh oh. Oh oh. Eieieiei. Ist das ein Graus? Ich will das scheiß Boot haben. Noch ein bisschen höher. Nein. Hä? Das schaut auch noch ganz gut aus, ne? Diesmal. Oder? Hm. Hat es überlebt? Ja, ne? Ich würde mal ein Ja. Moin. Also Bus. Können Sie jetzt auch Bus absetzen? Nein. Okay. Ich komme da nicht hin mit dem scheiß Baum. Nein. Okay, Moment. So. Aber es scheint echt doch zu klappen. So, das wird jetzt natürlich hier spannend.
So. Dein. So, das ist hinten rechts. Also ungefähr hier. So. Und hinten links. Jetzt bin ich gespannt. Dann kann man mich besser positionieren. Okay. Okay. Dangerous. So. Ich meine, es sind nur noch 2,3 Kilometer, ne? Aber... das ist so heftig. Ich will jetzt hier auch nicht wirklich hier voll aufs Gas gehen, ne? Das ist ja... oh oh. Das in der Mitte ist weg. Okay. Muss ich echt mal aufpassen, mal ein bisschen die Kamera so. Dass ich da sehe mit den blauen Pöppels. So. Na, wenn es jetzt natürlich hier abhaut, ist scheiße. Weil dann wäre es definitiv hin. Alter, Alter. Ich halte sogar gerade selber die Luft an, was eigentlich theoretisch idiotisch ist. Aber, ja. So, da vorne ist das rettende Wasser. Und da muss ich nur noch hier schön um die ganze Insel halbwegs rumfahren. Zum nächsten Hafen. Aber das wird dann eher weniger das Problem. Ein bisschen mehr die Richtung korrigieren. Okay. So. War schon mal wieder ein bisschen Speed weg. Oh oh. Nein, 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 nein. Ja, okay. Also theoretisch bin ich jetzt über Wasser, ne? So, nämlich genau hier, sieht man ja schon, die blaue Markierung da unten. Geh doch weg. Nein. Was ein Wichser. Genau hier wäre es gewesen, da rein hätte ich müssen. Musste das jetzt sein? Warte mal, ich teste es einfach mal, mal gucken, vielleicht klappt es ja doch. Vielleicht ist es ja irgendwie ein Bug oder so. Nee. Natürlich jetzt nicht. Alter, das ist halt ein Witz. So, Moment. Alter, was ein Bullshit. So, mal kurz sein. Weil mein Heli habe ich ja noch. So. Der ist doch echt... oh, Mann. Genau das eine Scheißboot muss natürlich ja genau dahin fliegen. Aber nice to know, dass ich ja das Boot da direkt absetzen hätte können. Ah ne, bin gar nicht gegangen. Stimmt, der muss ja reinfahren. Stimmt. Also wie ich es da dran hatte, ja, mit links, rechts jeweils noch eins in der Mitte. Das war gar nicht mal so verkehrt. Dann halte ich da hinten eigentlich. Ja doch, wenn ich so lange fliege, müsste ich weniger weiter hoch, alles kommt aufs Gleiche raus. So, Spawn ist schon wieder da.
So. Genau. Höp. Na. Ich sehe wieder nichts. Ich sehe nichts. Wo ist das Boot? Da. Gott. Und nochmal. Weil es so schön war. Hep. So, maximale Verbesserung drin. Trotzdem klapsig. So. Genau, das Ding hier nochmal in der Mitte. Mal da ungefähr hier hin. So. Genau, das dann da. Ja, und da vorne komme ich jetzt wieder nicht ran. Nein. Okay, das ist jetzt scheiße. Ich komme ja echt... Warte mal kurz, da muss ich mich mal nochmal fein justieren. So. Ja, also. Ja, ich schieb's sogar schon weg. So, alles klar. Und nochmal. So, aber, Moment. Ist ja genau hier. Da. So. Genau, jetzt einfach mal noch hier komplett nach oben. So, dass es definitiv reichen wird. Genau. So, und jetzt hoffen. Ich sah die Kamera wieder so, dass ich was sehe. Soll ich es einfach mal probieren mit mehr Speed? Könnte ich eigentlich, wa? So. Genau. Gut. Dann fliegen wir jetzt einfach wieder so. Oh Mann. Und weh, da unten ist wieder so ein dämliches Boot. Wenn ich da jetzt wieder hinkomme. Ich drehe den Kopf ab. Das Ganze, der ganze Aufwand für ein einziges Boot. Oh oh. So, Moment, was hat sie jetzt hier weggerissen? Vorne links. Ups. Das könnte jetzt ein bisschen schnell gewesen sein. Oh, bitte nicht. Wow, wow. Alter, das hier echt wieder festzuhalten ist ganz schön hier raus. So, wie mache ich das jetzt so blödsinn?
Wie kann ich denn die Säle jetzt nochmal lösen? Oh nein. Nein. Hey, Moment mal. Ha! Er hat überlebt. Das Boot hat überlebt. Wie geht das denn? Oh, geil. Weg da. Dem scheiß Chachi. Oh, Leute. Haut doch ab. Was wollt ihr denn jetzt alle hier? Mein Gott. Und los geht's. Ja, genau. Hol mal das Ding jetzt. Klare Anzeichen von Gewaltausschreitungen. Ja, ja, genau. Wenn du es blöd bist zum Boot fahren, ne, lass es sein. So, Squalo X7. Oh, Gott sei Dank. Ja, nice. Gut. Perfekt. Das haben wir jetzt endlich. Sehr schön. Dann können wir es ja ganz normal hier unten weitermachen. Das hier fehlt ja zum Beispiel Rebelles Regatta. Achso. Weil ich jetzt hier im Kampf bin, komme ich jetzt hier nicht weg. Ja, genau. Gott. Ziel ist auf der Flucht. Sichtkontakt sofort wiederherstellen. Na komm. So, sobald es weg ist, geht es wieder ganz normal weiter mit Clearen. Wir haben ja, obwohl wir können eigentlich theoretisch gesehen noch hier das schnellste Auto holen. Das ist hier. Genau, hier ist Montana. Hier. Bei dem Collectible. Da wäre das Ding. Genau, und hier ist ja die nächste Stadt, ne? Ne. Das ist der. Wo ist hier eine Stadt? Ist das hier? Ja, hier gibt es auf jeden Fall Leuchtfeuer und so was. Ansonsten? Ne, hier gibt es überall keine. Moment. Plattforma, Guardia Grande. Eigentlich doch hier bei den Nachschub. Ne, bei den Nachschubdingern ist was anderes. Das war ja hier, genau. Okay, da ist die Strecke natürlich auch nicht gerade klein. Kann ich das hier irgendwie filtern? Missionen, Herausforderungen, Sammelobjekte. Nee. Doch, wenn ich das hier jetzt alles rausmache. Und dann nur die Ansiedlung. Sehe ich es trotzdem nicht. Das ist gut. Hä? Hier oben ist doch aber hier das alte Potenzial. Wo ist denn das? Ist das hier dann, ne? Panzerwahnsinn, ne. Das ist dann definitiv in der Basis. Ist auch nicht. Das Scheiße, dass es hier nicht dran steht. Wo das ist. Cava Montana. Ja, wie sagt das hier unten? Ja, aber da gibt es auch nur. Zeugs.
Naja, ich kann ja mal kurz gucken. Obwohl, für ein Auto durfte es sein. Ich gehe nämlich da hier einen anderen Heli nehmen, oder nicht? Selbst wenn der ist gleich wieder ready. Alles klar. Gut. Dann machen wir es jetzt einfach so. Dahin, passt. Achso. Holen wir noch hier das schnellste Auto. Mal abseits von dem Formel 1 Auto. Ziel ist entkommen. Normale Patrouille. So, Ziel ist entkommen. Schnellreise. Gott. Holen wir mal die Karre auch. Dann fliegt man die halt auch da runter, würde ich meinen. So. Dann mache ich hier direkt rüber. Achso, Moment, wenn ich jetzt ja dann schon hier bin. Ah genau, ist ja eigentlich direkt da. Passt. Kann ich noch gleich das Collectible da mitnehmen. Ja. Medici dankt dir für dein Opfer. Genau. Und genau da ist er. So, welche Karten gibt's hier? Ja, nehmen wir den Giftgrün, würde ich meinen. Verdelon 3. Leon 3. Oh, der Sound. So, passt. Wo fahren wir mit dem einfach? Das Dumme ist halt, ich weiß nicht wohin. Das ist echt bescheuert. Weil normalerweise man hat doch das immer gesehen. Hier, wo eine Werkstatt und so ist. Nur, ja. Moment, gehe ich mal definitiv dahin, wo ich weiß, dass eine da ist. Nö, selbst hier wird einem auch nichts mehr angezeigt. Oh, finde ich super. Tagebau Sprint? Ne. Liegt auch nicht wirklich danach. Slalom Sprint ist ja noch schlimmer. Ich mach's jetzt so. Schnauze voll. Heli. Der da. Und anfordern. Hep. Oh, mal gucken, ob das funktioniert mit dem Baum hier. Jo. Ist der Baum einfach mal weg. Passt. Ja. Oder der Baum schiebt mich voll nach vorne direkt rein in den Verdelon. Nee. Geil. Die Physik wieder. Geil. Rebellenabwurf für den Arsch, werdet und für den Arsch. So, und ich spawn jetzt hier. Okay, es ist aber hier in der Nähe. So, und hier hat's den Heli. Gott, dann nehmen wir doch jetzt den. Hä, nehmen wir mit. Nee, hier muss ich hin. Da ist das. Da darum stimmt hier nicht. Gott, nochmal. Ja, mal schauen, ob der Heli das ausreicht, ob der das schafft, die Karre dann zu holen. Die Frage ist dann ja eh auch, wo parke ich den jetzt am besten, den Heli und so weiter. Hä?
Am besten hier, ne? Ne, machen wir den da. Obwohl, ne, ne. Das ist mir zu dangerous. Machen wir es hier. Hep. Gut. Passt. Warte mal kurz hier, bin ich gleich wieder da. Ne. So nicht. Na. Dann nehmen wir den. So. Der Sound. Genau. So, stellen wir jetzt mal dahin. So. Noch nicht gesammelt, ja. Gut. So. Hey, nicht wegfliegen. Loch im Lack. Mal schauen, ob der das schafft. So. Hold up. Ja, schaut doch nicht ganz gut aus. Uiuiuiuiui. Gut, so abrupt abbremsen ist dann scheiße. So, wohin fliege ich mit dem Ding jetzt? Wo ist diese Stadt? Porto Coclea. Hier wäre theoretisch eins. Nur wo ist das? Das ist immer so scheiße sagen. Das ist der Wahnsinn. Das hier auf keinen Fall. Oh, die fliege hier echt darunter. Oh, sind nur 10 Kilometer. So. Hui. Wo das jetzt aushält? Tatsache. Zappel, 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 zappel. Oh Scheiße. Na dann. So, und jetzt hier mal ein bisschen wieder von R2 runtergehe. Mal auch voll nach vorne. Ja genau, schaut auch gut aus. Da fliegt man den hier raus. Oh Mann. Okay, fast hätten ja, jetzt habe ich natürlich ja mal einen Standort oder sowas hier übersehen, wo ich nicht theoretisch fahren können. Aber ja gut. Wenn das auch so geht, dann machen wir das so. Ich muss jetzt nur aufpassen, auch bei der Landung, ich lasse jetzt so abrupt abballer. Sonst war es das natürlich auch. Ist der Schwanz weg oder was? Nee, sehe ich nicht. So, ich kann schon mal ganz leicht mal wieder runtergehen. Ein bisschen. Ah, 240 km/h. Läuft. So. Das ist
da vorne eine Stadt bei dem See da? Nee, ne? Boah, ich weiß es nimmer. Scheiße. Na gut, 4,8 Kilometer noch. Das schaffe ich auch. Dann sind auf jeden Fall auch die Sprintrennen an. Normalerweise kein Problem, außer die, wo du mit dem Motorrad fahren musst. Aber sonst sollte das funktionieren. Ja, 3 Kilometer. Nö, ist keine Stadt. Alles klar. So, da werde ich den jetzt mal am besten hier auf so einem Feld oder sowas absetzen. Ich hoffe, hier ist auch eine Garage. So, ja. Oh, oh. Gut. Ein bisschen runter. So. Aber ich jetzt nicht direkt hier. Ja. Schön vorsichtig. So, the bomb has been planted. Hep. So, Entschuldigung Kühe, aber ich muss mal kurz den Heli irgendwo parken. Hä? So. Alles klar. Aber schauen wir uns hier mal, dass wir das hier irgendwo abgeben können, die Karre. Alter, ist sie schnell. Krass. Gute Kurvenlage. Ja, da war es schon angezeigt. Und gute Bremsen. Ey, pass da auf, Idiot. Hä? Figos Garage da oben. Ja, okay. Da. Ideal. Gut. Perfekt. Huh. Werde Leon 3. Werde Leon 3. Machst du's richtig, Rico. Ah, den haben wir schon. Ja. Stimmt, den haben wir ja mal geholt. Alles klar. Gut, jetzt durfte aber alles kein Problem mehr sein. Probieren wir doch glatt mal aus, direkt hier. Das will ich jetzt wissen. Mit dem Squalo mit Nitro-Schub 2. Ja, das wird jetzt nicht sowas von rein fetzen in die Geschwindigkeit. Geil. Schnellste Autohammer. Gut, Formel 1 Karre können wir beim nächsten Mal noch holen. Und den Squalo-Hammer. Ja. Schaut eigentlich jetzt gut aus dann. So, Fahrzeug wechseln. Häuser Squalo X7. Start. Gut. 1,50. Oder was war das? 1,50 Euro, glaube ich. So. Wow. Ja, geil. Schon mal das erste Ding verpasst. Neu starten. Scheiße. Das war jetzt so nicht der Plan. Das Ding sogar so, weil ich da vorne presche, dass ich das Ding gar nicht mehr krieg. Muss natürlich jetzt erstmal wieder das Boot gewohnt werden. Weil da vorher immer nur den anderen. So.
Was ist... Jetzt bin ich da auf das Gitter drauf gefahren oder was? Alter, was ist denn das jetzt wieder? Oder auf den komischen Tanker da dran. Ich glaube, am Anfang lasse ich erstmal die Citro weg. So. Also, Singer hat auf jeden Fall gut Dampf. Hallo? Danke. So. Und die Lenkung ist irgendwie bescheiden. Das Ding ist zwar schnell, aber die Lenkung ist echt scheiße. Oh ja. Und wie schnell das Ding ist. Alter Falter. Alles bringt mir alles nichts, wenn ich die Kurven nicht krieg. Das ist natürlich für sowas natürlich ideal, ne? Wow, oh, oh, oh. So. Ein bisschen mehr Speed hier. Das wollte ich jetzt eigentlich gerade nicht. Und? Mal schauen, ob das mit Rücksetzen trotzdem funktioniert. Selbst mit Rücksetzen kam ich rein. Oh Mann, geil. Ja, geht doch. Abgeschlossen, 7 mehr. Für eine Bootaufstockung. Ist aber relativ egal. Weil das werde ich eh nie benutzen. Au. So. Gut. Das wollte ich jetzt mal nur testen mit dem Ding hier. Haben wir, glaube ich, erfolgreich. So halbwegs zumindest. Gott, Gott, Gott. So. Das reicht dann hier aus mal. Dann machen wir beim nächsten Mal hier weiter. Mit den Collectibles hier mal noch. Fangen wir jetzt ganz normal an, alles Region zu clearen. Ja, weitestgehend durfte ich jetzt alles haben, damit ich alle schaffen sollte. Und ja, guck mal mal. Was? Benötigt für nächstes Upgrade 1. Ja, okay. Ja, ich denke mal, das wollen wir dann alles schon hinkriegen. Und ja, guck mal mal. Bis dann, sag ich mal, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Servus und ciao.